Let's go. Der hat den Spoiler, der so nach hinten geht. Habe ich schon irgendwo gesehen. Und, okay. Okay, das ist ein langes Video. Erster Gedanke wieder, genau wie beim Ferrari-Chat. Geil, eins für geil, zwei für nicht geil. Das erste, was euch durch den Kopf schießt, wenn ihr dieses Video jetzt hier gerade gesehen habt, das Auto zum ersten Mal oder wenn ihr das Auto hier gerade gesehen habt. Okay, viele Einser, viele Zweier. Ich lass mal noch ein bisschen laufen, bevor ich meine Meinung sage. Okay, ich denke mal, jetzt kommt noch so ein Talk. Okay, also hier sehen wir den Wagen nochmal. Also ich bin ehrlich mit euch, das würde jetzt einigen nicht gefallen. Danke. Ich feiere den nicht. Das ist scheiße. Finde ich scheiße. Finde ich richtig scheiße. Finde ich richtig scheiße. Und ich sage euch auch warum, Chat. Das ist... Wartet. Das ist der... das soll der Nachfolger von diesem Auto sein. Digga! Das ist... Bro, das hier ist der Nachfolger von dem Chat. Das ist respektlos. Das ist richtig respektlos. Also versteht mich nicht falsch. Natürlich ist es ein krankes Auto, Bro. Der sieht heftig aus, gar keine Frage. Aber würdet ihr wirklich sagen, dass das Ding hier, dass das ein würdiger Nachfolger von einem P1 ist? Das? Nee. Nee. Tut mir leid, Chat. Es tut mir leid. Tut mir auch leid, McLaren. Nachdem ich das jetzt hier in dem Video gesagt habe, ihr werdet sehen, die McLaren-Aktien werden nach unten gehen. Okay, also an jeden, der bei dem in Aktien investiert ist, in McLaren-Aktien, es tut mir leid, dass ich das jetzt hier gerade gesagt habe, es wird auch wieder eine drastische Änderung im Automobilmarkt geben, nach diesen Worten, die ich jetzt hier gesagt habe. eins, wer den schon vorbestellt hat und jetzt doch abbestellt, weil ich das gerade gesagt habe, also eins, wer schon einen bestellt hat, der schon konfiguriert, bestellt und so weiter war, aber jetzt sagt, nicht, dass ich noch Geld kaputt mache mit dem Auto. Na, der ganze Chat hat welche bestellt. Wie viel wundervoll gebaut? 30? Habt ihr alle die gleichen bestellt oder was? Nee, also jetzt noch mal ganz kurz ernst, Chat. Das ist natürlich ein krankes Auto, Bro. Der wird auch heftig aussehen in echt. Aber ich muss ehrlich sagen, dadurch, dass der McLaren P1 so ein Legendenauto ist und so wunderschön ist, war es halt auch extremst schwer, da was rauszubringen, was den toppt, glaube ich. Super schwierig. Ich verstehe, glaube ich, auch, was die Designer von McLaren sich gedacht haben. Also das Auto sieht für mich so ein bisschen aus, als wäre das ein Mix aus McLaren F1 und McLaren P1. Wisst ihr, wie ich meine? Also die haben das Auto so irgendwie kombiniert. Weiß nicht, ob der Plan so gut, aufgegangen ist. Mich haut's auf jeden Fall nicht um, bin ich ganz ehrlich. Der sieht für mich auch nicht nach so einem crazy Auto aus. Der sieht eher aus wie so ein normalerer McLaren, oder? Oder wirkt der auf euch jetzt wie so ein krankes Hypercar? Die Front hat auch ein bisschen was vom KTM-Chat, oder? Kennt ihr den KTM-Xbo? KTM, nee, nicht Xbo, wie heißt der nochmal? X, ihr wisst, was ich meine. Bisschen auch was von Rimac, ja. Boah, schwierig. Schwierig. Für mich hat hier McLaren auf den ersten Eindruck, auf den ersten Einblick reingekackt. Bin ich ganz ehrlich. Also, Auto sieht krank aus, safe, aber vielleicht liegt es auch daran, dass der P1 so geil ist und es so schwer ist, den zu toppen, keine Ahnung.
Aber irgendwie haben die für mich, der überzeugt mich nicht, hat mich nicht überzeugt. Vielleicht sieht er auf Videos auch nur so aus, vielleicht wird er dann echt viel krasser aussehen oder vielleicht kommen da noch mehr Videos, Bilder, was auch immer, wo man den Wagen irgendwie besser sehen kann, I don't know. Vielleicht ist die Farbe auch scheiße gewesen, Chat. Vielleicht lag es auch an diesem Orange. Ich bin auch kein Orange-Freund. Vielleicht, wenn der in Schwarz oder in Weiß oder in Silber oder so vorgestellt werden, wo... Ja. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Jetzt bin ich auch ehrlich mit euch, jetzt muss ich nochmal überlegen, ob ich mir einen bestellen werde, einen McLaren W1, oder ob ich jetzt doch zur Konkurrenz gehe, zu Ferrari und mir einen F80 bestelle. Ich weiß es nicht. Ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit, falls das hier auf YouTube hochgeladen wird. Tut mir leid, dass die McLaren-Aktien eingestürzt sind, runtergegangen sind. Und ja, das war es von mir, von meiner Meinung zum McLaren W1.